Lauf, los! Erkundungstrupp, lauf! Gib den Feuerschutz! Vasili, nein! Nein! Er lebt noch! Auch Granate! Willkommen zu einer weiteren unfassbaren Show voller Lärm, Trompeten und Explosionen. Willkommen zu einer unfassbaren Staffel Gates of Hell Ostfront. Wir spielen Conquest, liebe Leute. Wer das nicht kennt, hört mir jetzt gut zu. Ich werde es nochmal erklären. Conquest ist ein unfassbarer Spielmodus in dem Spiel Call to Arms Gates of Hell Ostfront, in dem wir eine Kampagne spielen, in dem wir quasi Truppen erforschen, kaufen und diese hinweg durch die Kampagne ziehen, erbeuten, looten und durch Beute gut Sachen verkaufen, mehr Geld bekommen, forschen und Sachen freischalten und so den Bezug zu Einheiten hat, bis zu finalen Schlachten die Kampagne zu gewinnen oder auch zu verlieren. Das hier ist aber eine Staffel von Call to Arms Gates of Hell Ostfront, der Name ist überhaupt nicht zu lang, den wir selbst modifiziert haben, unter dem Decknamen Alde Quest. Weil das Standardspiel und diverse Mods uns einfach immer nie zufriedengestellt haben. Und mit dabei der liebe Black Eye. Hi. Und was bei er ist einzigartig in seinem Dasein. Und, oh mein Gott. Hier, nimm meine Pants. Oh mein Gott, ich will ein Kind von dir. Nein, jetzt nicht. So, es geht los. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben immer durch Unzufriedenheit festgestellt, dass entweder die ganzen Mods zugeknallt sind mit anderen komischen Funktionen, die entweder zum Absturz führen oder das Balance durcheinander werfen oder einfach uns überfordern. Oder wir halt eine Stunde brauchen, um 20 Minuten aufzunehmen, weil das Spiel im Absturz oder die Ladezeiten zu lange dauern. Haben wir uns jetzt selbst dran gewagt, die Dateien umzuschreiben. Und ja, hier sind wir. Willkommen zu Alde Quest. Das ist noch sehr Beta, liebe Leute. Also, das wird verfügbar sein im Workshop. Wenn wir denken, okay, wir fummeln jetzt nicht alle 2 Sekunden an den Textdateien rum, um das spielbar zu machen, oder ich. Deswegen, momentan, spielen wir, wollten wir sowieso, das habt ihr euch auch gewünscht, wir spielen die Sowjetunion gegen Deutschland, spielen Westeuropa. Das ist normalerweise auch für die Sowjetunion nicht möglich, das zum Beispiel jetzt auch schon Mod, ja. Wir spielen auf Hardcore, wir spielen auf Mittel, wir haben die Wirtschaft quasi in den Standardeinstellungen angepasst, damit es schön schwer ist. Bedeutet aber, wir haben wenig Ressourcen, aber der Gegner ist quasi hier bei very, 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 very high. Also das 3- bis 4-fache an Ressourcen, was er bei very high zur Verfügung hätte. Das bedeutet also, anstelle von 800 sind es 1500 mal wie viel Black Eye? 2? Oh, das kommt ja, drauf an, ne? Mal 2. Ich glaube, das kommt drauf an, auf mehrere Faktoren. Ja. Also deswegen weiter wir spielen und wir haben, was wir eingebaut haben, dass der Gegner während der Maps zusätzlich noch Punkte bekommt. Nochmal 1000. Ja. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen viel, aber auch, eigentlich auch nicht. Ja, wir haben es schon getestet und wir kamen zwar ein bisschen jämmerlich zurecht, aber wir haben überlebt. Einmal nicht, aber es ja, lassen wir mal die Menschenleben außer Acht. Ne? Hauptsache, die Operation war siegreich. So, für alle, die das nicht kennen, das hier ist das Menü für Conquest. Das hier oben ist unser Fortschrittsbalken. Das ist unsere Operation, wo wir hin müssen. Das HQ, wenn wir bis dahin immer noch Bock haben, weiterzuspielen, kann man quasi die Kampagne einfach fortführen lassen. Aber meistens war dann die Luft da schon raus. Aber man weiß ja nie. Ne? Wenn es da spannend wird, machen wir natürlich weiter. Dann kann man hier auswählen, welche Mission man macht. Das ist Munition, das bringt halt, man hat mehrere Ressourcen, Munition und Geld und Bonuspunkte. Bonuspunkte machen Luftangriffe und Co., das hat man aber sehr selten. Und dann gibt es, wie gesagt, Geld und am wichtigsten und Forschungspunkte. Und am wichtigsten ist irgendwie momentan Geld. Und Munition brauchst du, wenn du Einheiten nach der Schlacht aufmunitionieren willst. Das Minenfahrzeug braucht Minen, der Raketenwerfer braucht neue Raketen. Du kannst das natürlich auf dem Schlachtfeld aufmunitionieren, aber dann braucht der Munitions-LKW trotzdem auch wieder Munitionswährung. Und so sieht das aus. Diese Sterne sagen an, wie viel schwerer, wie größer der Multiplikator ist an, was war das nochmal, Einheiten, die sie bekommen, ne? Ja, ich glaube auch. Einheiten und Veteransbonus, das haben wir auch angepasst.
Das war nämlich auf Standard für alle Schwierigkeitsstufen. Da waren nur die Erfahrung höher. Wir haben aber dafür gesorgt, dass auch gleichzeitig die mehr Ressourcen bekommen. Ist alles vorhanden, ist kein großer Mod. Wir haben nur eine Nummer geändert. Und so sieht's aus. Blecker, was wollen wir spielen? Willst du Forschung 2? Also wir haben Munition 1 Stern, Forschung 2 Sterne oder Fabrik 3 Sterne? 3 wäre zu hart. Ich glaube, Forschung ist ein gutes Ding. Lass uns das mal machen. Aber es sind 2 Sterne. ja. Nicht weinen, das wird schon. So, und da wir jetzt auf Standardeinstellung spielen, das war uns wichtig, weil das Hauptproblem war, man hat immer zu viel Geld bekommen. Das heißt, wenn du Fahrzeuge geplündert hast, die kannst du natürlich behalten. Man kann Panzer plündern, die erfolgreich sind, wenn du eingestiegen bist und nicht zerstört wurden, wollte ich sagen. Kannst du die mit aus der Schlacht nehmen, reparieren und selber benutzen. Kann das Spiel zu einfach machen, vielleicht nicht in diesem Modus. Aber wenn du sie verkaufst, bekommst du dafür wirklich ein Ablohnei. Deswegen haben wir das mal geändert. So, Forschung. Stufe 2 Anforderung. Der Blecker weiß ganz genau, was ich nehme. Deswegen müssen wir uns jetzt nicht großartig absprechen. Wir nehmen Munitions-LKW mit. Wir bleiben noch bei den Standardschützengruppen, glaube ich. Ne? Ich glaube, da haben wir gar nicht Da haben wir gar nicht die Kapazitäten, um da jetzt groß was zu kaufen, glaube ich. Nee, wir haben mal den Scharfschützen ausprobiert. Aber der ist einfach viel zu teuer, als dass wir Ich meine, man kann natürlich auch einen BT2 mitnehmen, aber ist die Frage. Anstelle von einer Pack, aber das wäre auch irgendwie gegen jegliche Art, wie wir spielen. So, jetzt haben wir noch 2 Forschungspunkte. Ich könnte tatsächlich. Nee, das wäre nur ein Level bei den Schützengruppen. Das würde sich aber, glaube ich, nicht mehr lohnen. Panzerbüchse? Weiß ich nicht, ob die sich so lohnt. Gewehrgrenadier? Er ist cool. Das müssen wir mal ausprobieren. Dann haben wir noch einen Forschungspunkt übrig, dann lassen wir den mal gerade. Das ist ja gut. Ja, vielleicht können wir damit mal experimentieren. Berühmte letzte Worte. So, okay. Wir brauchen 2 Schützengruppen. Wir brauchen und zwar ist das hier das Infanteriegeschütz. Also wir brauchen einen LKW, damit wir schnell die Sachen rumschieben können. Ihr könnt auch Munitionskisten nehmen. Aber ihr braucht viel Munition, weil wo ist es überhaupt? Da. Das ist indirektes Feuer so ein bisschen. Ihr könnt im Bogen schießen. Hat schöne Bremswirkung, muss ich sagen. Sprengwirkung. Bei den Deutschen ist es das Infanteriegeschütz 7,5. Das Ding ist richtig Gold wert. So, jetzt haben wir noch 200 Punkte. Offizier, ja, nein. Hm. Ist schon ziemlich teuer, ne? Wenn er stirbt. 60 am kostet der. Nee, das ist nicht Combat Enhanced. Ja, ist super billig. Okay. Ah, dann nehmen wir den mit. Warte, ich muss erstmal. Warte, wir brauchen noch Medics. Medics. Warte. 124. Also, entweder nehmen wir den Kommissar mit rein oder Gewehrgrenadiere. Gute Frage. Ich glaube, wir brauchen den Kommissar. Oh, gibt noch einen Trupp Grenzschutztruppen. Da freust du dich bestimmt. Ja. So. Okay, so, speichern. Wir spielen Point Herbert. Das wäre ein bisschen krass, glaube ich. Wir müssen mal gucken. Manchmal. Wir werden sehen. Die Sonne lichtet sich. Die Wolken lichten sich. Und wir sind da. Willkommen bei Ronxi. Oh, wir müssen die. Schön wieder in Frankreich. Oh, sehr schön. Ja. Ah, Frankreich. Ah, Venedig. Glaub. Boah, guck mal, wir sind direkt vor der Fahne. Das ist ja. Venedig liegt nicht in Frankreich. Nee? Nee. Ich dachte, das wäre in Frankreich. Nicht. Nee. So schön. Nee, nicht so wirklich. Nee, noch nicht mal nah dran. Aber du weißt, woher der Spruch kam. Ah, Venedig, oder? Ja, ja. Okay, gut, ich dachte nur, ich bin halt Sheldon manchmal so. Mann, hat er den Scherz jetzt verstanden, oder nicht? Manchmal. Mann, wir sind aber nah dran. Krass. Okay, bei dem ein Durchgang, genau richtig für uns zum Punkt. Bei dem Spielmodus, ja, müssen wir definitiv den Gegner kommen lassen. Weil, guck mal, wir warten einfach direkt hinter der Mauer und lassen ihn kommen. Ja. Pick mal einen vor, der soll mal gucken gehen, was da so los ist. Aha. Boah, das ist ja direkt krass. FG42. Kommt Motorrad. Gute BMW. So, 3. Hier. Ja.
du den Offizier? Ja, ne? Achso, weiß ich gerade gar nicht. Nee, also, das ist, Vesvlot Tschernov. Wir nennen ihn einfach Tschernov. Hier, hieß Tschernov. Tschernov. Bin im Bett hier drin, das ist nicht so gut. Tschernov, geh mal mit deinem Fernglas da, Luki Luki. Genau, mach mal. Das ist aber nett. Wir können von hier aus direkt auf die Fahne schießen, glaube ich. Moment. Klopfen wir mal an. Wir sind da. Ich mache mal den Baum weg, der nervt mich. Ah, ich kann sehen. Was haben wir denn da? Ich weiß, wie viel Bewegung da ist. Und das ist und Motorrad. Alter! Tschernov. Ich komme da nicht ran, ich muss ein bisschen näher ran. Oh, guck mal, da haben wir. Pass auf, hier ist ein Soldat. Dreck. Ja, ich seh's gerade. Komm mal einen mit einer Granate, komm mal einer vor mit einer Granate, bitte. Wer hat denn mal eine? Du nicht. Ja, ist noch zu teuer. Ist noch zu teuer alles. Da muss doch irgendein Lappen mal eine Granate haben. Hat der auf. Ja, der Anführer natürlich. Wer denn sonst? Achtung, Motorrad! Oh mein Gott! Klusche! Ah, sehr gut. Okay, ich glaube, die kommen auch jetzt. Die kommen auch jetzt. Ja, jetzt haben sie uns gewittert. Hier Witter. Okay. Lauf, los! Erkundungstrupp, lauf! No. Gib den Feuerschutz! Vasili, nein! Nein! Er lebt noch! Auch Granate! Sie kommen! Rennen alle drauf zu. Schick mal einer den Arzt. Operation Ditowski. Nicht Dieter, Ditowski. Ditowski. Sie muss Erfolg haben. Ich geb dir Deckung. Das sieht gut aus. Komm durch. Du musst zurückkommen. Ich bin schwanger. Schnell. Ach, das war sogar der, ah, okay. Der Pisch-Typ. Das war der einzige mit der Granate. Nicht so weit vorne, aber. Ich geh mal wieder ein bisschen da hinten. Sind sie? Na, jetzt wirst du von hinten. Na, jetzt werde ich von hinten beschossen, weißt du? Lass dich nicht holen da. Weißt du, ich warte noch extra, bis ich umgedreht habe. Ja. Ich leg's halt drauf an. Kannst du ein Zelt hinter mich bauen? Während ich hier mich aufbaue, das wäre super. Die Mist, mein Geschütz baut seinen Sandsack nicht. Darf nicht noch eins bauen irgendwie. Der hat zwar noch eins im Inventar, aber. Ich hab aber. Achso. Das Problem hattest du schon, oder was? Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Vergangenheit. Warte, ich guck mal, ob ich's rausnehmen muss. Ich hab's schon. Dabei. Es wird gebuddelt. Direkt neben deinem Geschütz. Aber ich habe immer noch eins. Da schleicht jemand. Oh, da kommen wieder neue. Ja, der Offizier ist wieder im Einsatz. Boah, weg. Wo schon weg. Sehr gut. Husch und weg. Oh, links kommen auch welche. Ich mach die Mauer da mal weg.
Also was wir auch rausgefunden haben, also oder was das rausgefunden, wir vergessen es immer nur. Gebuddelte Deckung. Nein! Bring mehr Defense-Bonus. Er geht noch nicht so schnell kaputt, ne? Das hilft ja auch noch. Komm sie! Es ist ein Totalverlust. Ah, die werden weggemacht. Sehr gut. Gute SVT-Schütze. Ich frage mich, ob ich mich in so ein... Büchse ist tot. Ich frage mich gerade, ob das Ding in so ein Loch hier passt. Ist die Frage, ob du dann noch was triffst, ne? Oder ob dir das was bringt. Sieht auf jeden Fall schick aus. Naja. Stimmt. Hat irgendwas. Schießt ihn! Da kommt ein Verbrecher! Oh, jetzt ein MG. Oh, wunderschön. Ah, ne? Mal nachladen. Zack. Okay, jetzt müssen wir mal abwägen, ab wann wir vorrücken dürfen und wann nicht. Aber du bist ja hier. Ignaz, geh mal vor. Kannst ja die Grenzschützer zum Frontscouten benutzen. Die kosten nichts. Oh oh. Oh oh. Nein, er fällt runter. Nein. Unfassbar. Eine MP runtergeholt auch. Das ist ja noch. Ja, sehr beeindruckend. Nächster. So, gucken wir mal gerade. Da liegt eine Panzerbüchse. Die hole ich mir mal. Mach mal. Ich glaube, wir können tatsächlich die Mauer hier zum Forward Position vielleicht. Ist die Frage, wie viele noch auf diesem ja, Feld liegen. Ja. Denk dran, tu deinen Typen auf Feuer erwidern, dass, damit der, ja, falls ist er. So. Okay. Ja. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Komm, zeig dich. Was für eine Mauer. Hast du ihn? Держи гостинец. Was hat der überlebt? Oh, okay, da war die Büchse. Ich brauche noch einen Helm. Das ist auch zu teuer gewesen. Helm. Ja. Antipanzergranate. Helm anziehen. Helm habe ich. Okay. Feuer erwidern. Das ist nämlich eine Mauer mit Gebüsch. Rein theoretisch sehen die mich nicht. Da testen wir einige. Das mal. Jawohl, schöner Treffer. Ja, danke. Es war perfekt. Ich hab so unfassbar. Okay, die sehen mich. Okay, das ist noch ein MG. Okay, ich muss mal die Fahne da ein bisschen ausmerzen. Na, das gibt's nicht. Oh, Lümmel. Ja, wir haben, denk dran, die sind ein bisschen akkurater, glaube ich, auch wegen dem Battle Sea. Aber das waren jetzt auch bessere Einheiten. Oder? Ne, ist ein Schützen. Aber du hast doch irgendwie. War das kein Schützen? Da hinten ist noch eine Büchse. Ja, wir sind in Reichweite von der Fahne. Da sind die besseren Truppen von denen auf jeden Fall. Ja, hier auch, rechts da, direkt an der Ecke. Da haben wir irgendwie eine Büchse gehabt. Ah, da, ich seh's. Ich versuche mal, ob ich da hinschießen kann. Okay, ich konzentriere mich mal. Mach den weg, Jungs. Den habt ihr sehr gut. Nein, 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 Deckung! Was ist das denn hier überhaupt? Warum hat der keine... Ich glaube, der ist wiederbelebt worden. Wahrscheinlich. Scheiße.
Geschütz ist so viel Gold wert, Mann. Ja. Also wir nehmen diese Geschütze immer mit, weil es ist einfach dieser Bogen, den du schießen kannst. Ja. Das ist absolut ideal. Ja. Ja, ja, es ist. Mal krass, diese Stiefel von den Deutschen. Ja. Na gut. Jawohl, weg mit dem. Oh, das ist auch MG. Ja, ich muss mal gleich näher ran. Ich komme leider nicht bis nach da hinten. Ist so richtig. Was ist denn noch alles? So. Einmal aufs Haus. Muss mal so schießen. Scheint aber noch einiges mehr drin, dass wir nicht sehen können. Ja, ich muss recht näher ran. Ja, da kommt irgendwie nochmal eine Welle jetzt gerade. Lass die nicht rankommen. So, oh, was sind das denn? Ach, das sind Ost. Nee. Was ist das? Sträflinge. Es ist halt Rauch da, das ist halt blöd. Ich werde mal die Schüsse hier vorne einfach einschlagen. Ich muss mal nach vorne. Mach mal. Ich komme jetzt mal mit meinem Rest. Oder auch nicht. Das hat nicht so viel Platz. Ach du Scheiße. Guck mal, du bist kurz von der Mauer weg, jetzt kommen die alle. Oh ja, Gott! Ich wusste, weil das Flugmann genommen hat. Das war alles Billus. Ach du Scheiße. Was machst du das schon? Überhaupt kein Druck. Überhaupt kein Druck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Feuerwehren! Alter, die Soldaten, die sind alle über den Köpfe der Crew hier drüber schießen. Muss das sein? Alter. Ich hab keine Munition mehr. Und die haben auch alle keine Munition mehr. Achtung, geh mal schnell weg von meinem LKW. Ich muss fahren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Achtung, die kommen jetzt durch die Hecke hier. Nein, nein, ich hab den direkt beide verloren. Wo wollen die denn hin? Hör mal auf diese Kriechen da jetzt. Okay, okay. Oh Gott! Oh, die haben mein Geschütz mit einer Granate ausgeknipst. Das war sehr gut gespielt. Es sind alle tot. Nee, einer lebt noch. Schieß sie ab! Wir müssen. Oh Gott. Kann ich noch schießen? Oh Gott, ich kann noch schießen, Gott sei Dank. Das war schon mal gut.
Sie ziehen sich zurück. Alter. Boah, ich hab Gott sei Dank noch einen Medic. Jawohl, schön. Kannst du mir zwei Grenzmilizen geben? Dann tue ich die an die Pack, weil ich will da keine guten Schützen dran machen. Dankeschön. Jetzt mal hier reinhalten, bitte. Ja, ja. Hier ist noch irgendwie 6 Leute. Okay. War sehr anstrengend, der Kollege. Gibt der Offizier noch? Ja, klar. Der sitzt hier im Haus neben dir und deckt die ganze Zeit auf. Was meinst du, warum wir so viel sehen da? Kannst du den mal zur Fahne gucken lassen? Mit Sperrfeuer kannst du den permanent auf den Punkt gucken. Ja, nice. Okay. Ich wollte nur. Okay, sehr gut. Alter. Ist das ein MG? Ah, muss ja. Nee, das ist eine Flak. Alter, scheiße. Oh, das geht war solide. Doch. Aber die haben nur noch Sträflinge und so einen Scheiß. Gott sei Dank. Also ihr seht, es ist mehr los. Und nicht mehr. In den ersten Missionen ist es immer viel mehr Infanterie, weil die KI hat nicht viel zum Auswählen. Das ist aber standardmäßig. Oh, MG42. Ja, lass mich erstmal ein bisschen ausdünnen da oben. Ich glaube, ich muss die Flak erstmal wegmachen. Gibt's doch nicht. Warum hat sie überlebt? Das gibt's doch nicht. Mein Bein! Okay, MG getroffen, jetzt die Flak. Sehr gut. Bam, Junge! So, jetzt. Einer, Jungs. Ich muss jetzt tatsächlich mal mein Rohr reparieren. Ich muss mein Rohr reparieren. Ich reparier mal dein Rohr. So. Okay, was haben wir hier rumliegen? Wir kommen langsam durch. Durch die Menge an Soldaten nach vorne. Ist die Leiche verschwunden? Legionäre. Abschauben. Und scheint aber leer zu sein soweit. Also da ist nur ein, zwei Soldaten. Ja. Ich repariere noch gerade das Geschütz. Oh, es ist repariert. Die Frage, was wir machen. Warum schießen denn nicht? Schieß, du Lappen! Boah, das war ein Direkttreffer. Okay. Okay. Kinderspiel. Sind wir in Panik geraten? Nein, keine Sekunde. Wir können den hier reparieren, sehe ich gerade. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich schick mal wen rüber. Nee, ach so, den. Ich hab grad den anderen gesehen. Oh, Mörser! Rückzug! Nein, bitte kein Direkttreffer! Oh Gott. Er schießt auf den. Okay. Okay, der ist hier irgendwo. Das wird jetzt. Oh Mann, das wird jetzt nicht machen. Mach auf keinen Fall keine Grüppchen. Jetzt aus, Jungs.
Gut, der kann auch nur auf uns schießen, solange er uns scoutet. Okay, ich überlege gerade, von wo aus ich da hinschießen kann. Also wenn ich die Scheune wegschieße, wo du gerade drin bist, dann müsste ich eigentlich durch sie durchschießen können. Ah. Kommt die denn auf Malle her? Warte, ich helfe. Ja, vielleicht kommt der Mörser näher ran, wenn wir zurückgehen. Oh, wir sind direkt dein Haus stürmen. Gut, dass du rausgegangen bist. Ja, ich weiß schon, warum ich mich zurückgezogen habe. Ich habe vom letzten Mal dazugelernt. Okay, wir haben Zeit. Machen wir erstmal. Machen wir mal das Haus weg, damit wir da durchgucken können. Boah, ja. Boah. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, im Vierertrupp rumzulaufen. Ich weiß es auch nicht. War nicht nur mal vor. Ja. Ja, ein Soldat alleine ist leider nutzlos von denen. Der Mörser hat gerade ein Haus getroffen. Der wollte gerade schießen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Nice. Ich treffe alles. Nur nicht das, was ich will. So, wer braucht schon Häuser? Genau, wer braucht schon Häuser? Die haben sich ausgeknipst. Der Mörser. Ja? Ist er explodiert? Da sind noch zwei Leute nur dran. Aber er ist nicht. Gilt nicht als leer. Ich seh den nicht mal. Wo ist der denn? Die haben gerade, glaube ich, gegen den Haus geschossen. Und haben sich zwei auf jeden Fall haben sich getötet. Noch. Oh, ich helfe mir gerade mit meinen Reparaturtruppen. Ja, die werden aufgeklärt, deswegen versuche ich gerade die Aufklärer wegzuschießen. Sie haben einen Traktor getroffen. Okay, so, jetzt sind die Aufklärer. Ne, ist noch einer. Ich der Traktor. Meine Güte. Irgendwann haben. Ich glaube, wir haben keine Munition mehr im LKW, ich bin mir sicher. Schlecht. Doch, haben wir noch. Schießt er wieder. Oh, da gibt's. Oh, das gibt's doch nicht. Gott sei Dank ist der Mörser so ungenau. Jupp. Achtung, da kommt ein Infanterist zu deinem Reparado. Ich hab ihn. So. Ruhe jetzt hier. So, wo ist mein Spezialkommando hier? Ich nehme jetzt mal nur einen. Scheinen aber immer noch aufgeklärt zu sein, die Leute. Ich nehme mal den Artilleristen zum Reparieren von dem Fahrzeug, weil ich glaube, das könnte man gut gebrauchen. Ja, irgendwie dann klärt die immer ab und zu auf. Schon Ruhe zu sein. Teilen wir uns mal ein bisschen in der Stadt hier. Ja. Muss ja zu finden sein, der olle Mörser. Oh, das ist eine Pack im Haus. Oh. Jupp. Die steht aber fies. Lade nach. Wenn du einfach da lang gelaufen wärst, wo ich dir gesagt hätte, lang zu laufen, mein Freund, dann wäre das nicht passiert. Aber du musstest ja unbedingt Richtung Pack rennen. Er macht halt den Unterfuck. Und der Fuck ist auch da. Und. Fuck. Okay. Sind die Fuck? Da ist die Fuck. Toll, jetzt hat sie einen neuen Namen. Ja. Oi. Ja, warte mal, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Dann kann ich durchs Haus schießen.
Meine Maus geht gerade leer, das ist kein gutes... Okay, dann habe ich die Pack ausgeknipst. War schon mal gut, ich hab's gesehen. Aber ich hatte Glück, dass ich halt durch die Tür werfen konnte, weil die steigen ja immer aus, die Säcke. Ja. Kommt einer hingelaufen. Hier in Hof hier, bei der Pack. Will die bestimmt neu bemannen. Ich schieße natürlich auf den. So. Schieß jetzt mal mich durchs Haus durch. Nein, meine Deckung. Ich muss jetzt ja irgendwie die Fahne beschießen können in sicherer Distanz. Ich hab so einen blöden Sonnenschutz getroffen, wie hieß er? Baldachin. Nee, ich hab's vergessen. Ein Dingensbummels. Dingensbummels. Die Flak stand da, okay. Mhm. Komm ich sogar hin. Beweg deinen Arsch hierher! Das gibt's nicht. Treffe ich nicht. Na komm, lad nach. Dimitri. So, das immer ist aufhören, rückwärts zu laufen, der Gegner. Ist ja fürchterlich. Der ist aber zappelig. Er braucht schon Häuser. Den haben wir erwischt. Ah, ich habe irgendeinen Artilleristen getroffen. Ich schieße jetzt auf die Mauer, damit ich höher schießen kann, damit ich nicht die Hauser-Ruinen treffe. Hust. Die Hauser-Ruinen. Pass auf, dass die Flak irgendwo genau... Ja. Ja, genau, werfe von mal. Ja! Erwischt! Ja, ist aber. Ja, ist leer, okay. Okay. Ah, die ist neu beim Anti-Flag. Arme Soldat, das hat er nicht verdient. Nee. Sehr schön. Ich sag, wie du die unter Beschuss hältst, die können ja nichts machen. Ich treffe aber kaum jemanden. Boah. Unsere Schützen sind echt tödlich, Mann. Ja, das Ding, ich glaube auch, desto mehr Erfahrung haben, desto schneller ist auch die Reaktionszeit von den Soldaten. Bist du irgendwie weiter als deine Reichweite erlaubt oder so? Nee, ich. Da kann ich hinschießen.
Aber ich muss ein bisschen tricksen, weil das ist das Fundament von den Häusern. Ich muss ein bisschen höher ans Ziel kommen. Also ziehe ich immer auf Sandsäcke. Oder auch an Mauern. Weil ich einfach sonst nur die Wände treffe. Oh ja, sehr gut. Bababu. So, ich werfe auch mal ein paar Granaten rein. Vorsicht, die Flak ist wieder bemannt. Hast du es gesehen? Okay, die zielt auf mich. Flieg und Sieg. Scheiße. Ja, wir haben sie in die Zange genommen. Hurra! Hurra! Nimm das, ihr dreckigen Kapitalisten. Lang lebe der Sozialismus. Der Kommunismus des Sozialismus. Das sind ja andere Sozialisten hier. Sehr gut. Und leider keine Gefangenen. Ha! Ja. Was ein Knacks. Nein, was für ein Verlust. Ja, hier ist der Mörser. Oder das, was davon über ist. Ja, steig mal in die Sachen da ein. Oh, sind die kaputt? Ah, die müssen mal reparado. Jeder Cent ist gerade wichtig. Die Flak ist super. Das ist schon mal ready, das ist gut. Ich hätte die Feuerrate. Funktioniert die Flak? Ja, funktional. Haben wir irgendwo ein MG, was wir... Abgeschlossen. Nee, ich glaube nicht. Die hatten keine. Keine Lafetten oder so. Das MG42. Hier liegt eins mit Belt. Ich nehme mal das... Pass auf, ich nehme jetzt mal... Das MG aus dem SDKFZ221 hier raus. Weil wir verkaufen ja wir spielen mit ohne. Wir behalten das Zeug nicht. Maximal so Infanterie-Equipment oder so ein Schrott. Ja, aber keine, nix Großes, keine Geschütze, keine Panzer. Genau. Nix. Hier noch das, kannst du auch noch. Boah, sehr gut. Oh, die Karte ist ja eigentlich ganz nice, oder? Kann man behalten. Sehr schick. Ja. Sehr schick. Das Ding ist, so gute Karten glänzen auch mit mehr Kleinmauern als Großmauern. Nämlich, wenn du nur so Mauern in der Stadt hast, dann ist das Gameplay schon ziemlich für den Arsch. Weil du halt, wenn du Sachen hast, wo die auch richtig in Decken gehen können, ist es halt schon angenehmer zu spielen einfach. Oh ja. Ah, Wurfmine. Sehr schön. Die gute Wurfmine. Bisschen gewürft. Gewürft. Darf der Offizier auch mal nach vorne kommen? Sich das mal angucken, wie es hier so aussieht. So, dann haben wir noch da die Munition drin. Ich mache jetzt mit dem LKW mal ein bisschen Loot-Tour. Loot. Wir hatten keinen Panzer. Was ein Wunder. Ja, Gott sei Dank. Nur die SDK-Sets. Das ist nur Müll. Ja, wir spielen ohne Dingens an, Körper permanent, everything stays, weil, ja, dreimal, viermal, viel mehr Zeug auf der Map ist. Dreimal, viermal. Genau. Einmal, viermal, drei. Okay. Gehst du nochmal an die Pack dran? Ich glaube, nee, irgendwas steht hier noch rum. Nee, du hast alles. Okay, bist du bereit? Gehen wir raus? Ja, wir gehen raus. Sehr schön, also, hervorragend. Ich hätte gedacht, wir verlieren an einem Punkt. Also, wo die Granate auf die Pack geflogen ist, das geht so schnell. Es ist halt Klendatu, ne? Jetzt ist die Infanterie, weil die muss einfach in Masse kommen, wenn die einmal durch ist. Boah, wir haben 8,8 Forschung bekommen und 500 Moneten. Ja gut, war eine Forschungsmission, ne? Jetzt guck mal, Leute. Ja, hier, die Flak bringt 20, hier bei Entlassen 23, 16 und nochmal 23. Wir haben das extra runtergeschraubt, weil das war einfach sonst viel zu einfach. Wir bezahlen direkt 500 Munition, aber es wird alles aufmunitioniert. Und jetzt haben wir noch 499 Moneten.
Wir sehen uns unbedingt eine Pack kaufen. Ja, wir sehen uns hier nächste Folge wieder an dem Menü. Wir gehen zusammen forschen. Wir werden das jetzt zusammen ausknobeln. Dann forschen wir das gemeinsam und dann machen wir hier, sehen wir uns Anfang nächste Mission hier wieder und können dann hier nochmal zusammen die Sachen einpflegen. Also, bis dahin, wie immer, liebe Leute, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen. Viel Spaß bei dem Live-Modding Alte Quest. Und ja, wenn die Staffel vorbei ist, dann gibt's das auch für alle verfügbar wahrscheinlich. Reingehauen, wiederschauen. Ciao. Ha ha ha.